Eine Stadtrundfahrt in Dresden. Und damit hallo und herzlich willkommen hier in Transomworld 4. Fahren Sie mit einer Baureihe 146.2, eine Stadtrundfahrt an einem späten Nachmittag von Dresden nach Weinböhla. Es ist zwar kein später Nachmittag bei mir, sondern 1.30 Uhr in der Nacht, aber für eine Fahrt durch Dresden sind wir natürlich noch fit. Ja, wir setzen uns gleich mal in den Führerraum der Baureihe 146.2 rein, rüsten aber zuerst einmal das Fahrzeug noch auf und, ganz wichtig, lassen natürlich unsere Fahrgäste hier am Bahnsteig Nummer 2 in unsere Eisenbahn einsteigen. Ja, damit wir das machen können, müssen wir uns allerdings tatsächlich erstmal selbst in die Lokomotive hineinbegeben und, ja, nebenan fährt schon der Hamster ein, den gucken wir uns noch ganz kurz an. Und dann geht's in die Lokomotive rein. So, zack. Mit der Taste 1 beamen wir uns in den Führerraum, stecken den Fahrtrichtungswender ein, verlegen ihn erst in die Neutralstellung, dann in die Vorwärtsstellung. Im nächsten Step schalten wir uns die Beleuchtung der Lokomotive ein. Erstmal draußen, dann Signal- und Instrumentenbeleuchtung ist schon eingeschaltet und die Beleuchtung im Führerraum knipsen wir uns ebenfalls noch an. Ja. Zugbremse können wir teilweise schon mal lösen und ganz wichtig, wir wählen hier hinten am Wahlschalter die drei weißen Spitzenlichter aus, beziehungsweise, achso, das ist das Warnsignal, wo es blinkt, wir nehmen ganz oben die Stellung. Hochabbremsstellung R kann hier am, naja, virtuellen Steuerventil gerne so eingestellt bleiben. Stromabnehmerkonfiguration ist hier in Auto, was nicht heißt, dass wir die Stromabnehmer automatisch gehoben bekommen, aber wir bekommen die Auswahl der Stromabnehmer automatisch. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon größtenteils. Hauptschalter ist laut dem Maschinendisplay hier eingeschaltet. Die Spannung vom Fahrdraht kommt auch in die Lokomotive rein. Und ja, damit sind wir tatsächlich bereit zur Abfahrt. Wir wechseln hier nochmal ganz kurz auf die normale Beleuchtung. Das Fernlicht brauchen wir noch nicht. Und auch wenn es nicht in der Beschreibung verlangt wird, öffnen wir die Türen für unsere Fahrgäste. Die können kurz in unsere Eisenbahn hier hineinhüpfen. Und, naja, man könnte jetzt noch das Fahrgastinformationssystem der 146.2 nutzen. Wir probieren es mal. Mal schauen, ob Weinböhla als Ziel auswählbar ist. Automatisches Zugziel klappt schon mal nicht. Ah, hier kommt doch was. Priesterwitz, Ninschritz, Glaubitz, Riesa, Großenhain. Mal gucken, ob Weinböhla auch dabei ist. So, das ist jetzt so ein Radebeul Weintraube nicht. Kürzschenbruder, Kursweg. Ah, da! Weinböhla, Hauptbahnhof. So, Zugziel bestätigen. Okay. Und steht's hinten dran an den Wagen. Ah, sehr schön. Weinböhla Hauptbahnhof. So können wir das doch lassen. Gut, dann würde ich mal sagen, schmeißen wir die Türen zu und ne, so rum. Macht das zu. Gut, jetzt macht er sie zu. Dann müssen wir es unten über den normalen Schließschalter beim nächsten Mal machen. So, Bremse können wir auslösen. Zugsicherungssysteme PZB und LZB aktiviert. Obere Zugart passt. So, ich hoffe mal, der Federspeicher ist schon gelöst. Ansonsten merken wir es gleich. So, rausfahren dürfen wir aus dem Dresdner Hauptbahnhof mit 60 km pro Stunde. Das Ganze wird natürlich quittiert. So, V-Überwachung 45, die wollen wir nicht. Und dann geht es hier mit 60 raus. So, F1 deaktivieren vom Head-Up-Display. So, die 85 blinkt im Hintergrund. Das könnte wieder so ein typischer Fall sein von Display zeigt was anderes an als eigentlich gefordert. Mal gucken, ob wir jetzt bei 45 eine Zwangse bekommen. Nein. Also theoretisch dürfen wir auch erst eine Zwangsbremsung ab 85 bekommen, wenn man es, also wenn man dem Display Glauben schenken darf. Aber das Problem ist, dass in TSW zwar teilweise die richtige PZB-Logik hinterlegt ist,
aber die Displays hier im Führerraum etwas komplett anderes anzeigen. So, raus aus dem Dresdner Hauptbahnhof und da kommt auch schon was richtig Schönes entgegen. Baureihe 101 mit einem Intercity hinten dran. Nur einen Wagen vermissen wir natürlich immer noch vergebens, oder besser gesagt sogar zwei Wagen. Auf der einen Seite das Bordrestaurant und auf der anderen Seite den Steuerwagen. Ja, im Schein der Sonne streifen wir mit unserer 146.2 durch die Stadt Dresden. Und unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann Dresden-Mitte, voraussichtlich am Gleis 3. Und auch keine Sorge, wir nehmen uns gleich noch die AFB mit hinzu. Ich möchte aber zumindest noch bis Dresden-Mitte ohne AFB fahren. Und den Rest können wir dann etwas entspannter machen. So, 80 stehen hier schon an der Strecke. Und Dresden-Mitte kommt dann davon auch gleich. Der Vorteil von den Doppelstockwagen ist aber, dass die wunderbar bremsen. Und dass es auch richtig Spaß macht, mit denen zu fahren. So, ein Bahnsteig kommt. Wieso wird denn da jedes Mal der Bremse-Lösen-Taste gedrückt, wenn ich die Bremse anlege? So. Naja, das war zwar ein bisschen ruckartig, aber das passt schon. So, Türen in Fahrtrichtung links öffnen und zack, einmal entriegeln bitte. Machen wir das jetzt eben jedes Mal über den Tastschalter unten. So, Dresden-Mitte. Unsere Fahrgäste können schon reinhüpfen. Richtig schön im Schein der untergehenden Sonne. Wir haben übrigens heute hinten dran Doppelstockwagen vom VVO, Verkehrsverband oder Verkehrsverbund Oberelbe. Ja genau, Verbund ist das. Ich dachte immer lange Zeit, das ist der Verkehrsverbund Ost. Es müsste aber wirklich für Oberelbe stehen. Oder was heißt, es steht für Oberelbe. Ja. Türen können wir auch schon wieder zumachen. Einmal rein in die Eisenbahn. Zack. Zutasten. Zack. So, verriegelt sind sie. Zugbremse lösen. AFB machen wir später an während der Fahrt, damit uns jetzt nicht die Haltebremse dazwischen krätscht. So, ganz böse hier das Signal. Das blinkt. CS3V60 muss es sein. Aktuell darf nach 80 gefahren werden. Ich weiß gar nicht, haben wir denn eigentlich heute einen Fahrplan mit Zeiten? Nein, haben wir nicht. Sehr schön. So fahre ich doch am liebsten. Können wir noch ein Stückchen fahren und dann ab dem nächsten Hauptsignal geht's weiter mit 60. Und zwar ab hier. Das passt so. Dankeschön. So, leicht Zugkraft rein. Dann Dresden-Neustadt kommt. Zugkraft nehmen wir raus. Na gut, AFB können wir gleich im Stand noch einschalten. Ist auch kein Problem. So, der Zustieg für unsere Fahrgäste bzw. Ausstieg für unsere Fahrgäste in Dresden-Neustadt befindet sich in Fahrtrichtung links. Ah, das ist eben das Schöne an der 146.2. Wir haben hier eine sehr starke E-Bremse mit an Bord. Und sehr cool. Die Haltemarkierung liegt sogar direkt bei der Harttafel.
So, auch schön sanft angehalten. Dann Türen auf in Fahrtrichtung links. So. Einmal nach hinten. Upp, nein, nicht Makro. Na gut, gibt sogar eine Belohnung im Spiel dafür. Von daher gar nicht mal so schlimm. Ja, wir wollen aktivieren die PZ, nicht die PZB, die AFB. Ohne PZB, naja, wäre es schon ziemlich problematisch geworden, wenn wir so lange ohne PZB gefahren wären. Nein, wir wollen die AFB aktivieren und das hat auch ganz gut geklappt. So, direkte Bremse wird angelegt. Zugbremse ist in Lösestellung. Dann, unsere Fahrgäste steigen schon fleißig ein. Oh, das sieht schon cool aus. Dieses Schimmern der Sonne. Also es hat schon wirklich was. Und in Dresden-Neustadt steht sogar ein ICE 3. Mal wieder mit einem wunderschönen, in Anführungszeichen, Humor. Wunderschönen Kontrast. Also ich weiß echt nicht, ob das ob das einfach nur ein Teil teilweise geputzter ICE ist oder ob man das wirklich bewusst so gemacht hat. Ich denke mal einfach, dass die Entwickler vergessen haben, dass, naja, das ein bisschen komisch aussehen könnte. Wenn eben ein Teil des Zuges so, naja, in Hochglanz sich befindet und der andere Teil, naja, typisch im Schatten steht. So, Zugkraft aufbauen. Und wenn die Lokomotive sich dann ausgekäst hat, dann fährt sie auch los. Oder halt auch nicht. Ist ihre Entscheidung. Nö, heute hat sie keine Lust. Was haben wir denn? Sind noch irgendwelche Türen geöffnet oder... Was, liebe Lokomotive, kann ich dir Gutes tun? Scheinbar gar nichts. Okay. Probieren wir es nochmal. Alle Bremsen sind gelöst. Bremse lösen betätige ich auch nochmal für dich. Können wir mal in den Zug- und Bremskraftmonitor reingehen. Aber auch da dürfte sich eigentlich nichts ändern. Zugkraft wird angewählt, aber Lokomotive will nicht. Okay, dann müssen wir mit ihr nochmal ganz kurz einen Step zurückgehen. AFB aus. Und jetzt geht's. Warum denn auch nicht? So, dann tricksen wir dich eben aus. Machen wir die AFB mal während der Fahrt an. Okay, okay, sorry. Ich wollte es versuchen. Jetzt nimmt sie die Zugkraft einfach weg. Und? Nö, will nicht. Okay, ich hab's verstanden. Du möchtest keine AFB, liebe 146.2. Dann schalten wir die Lokomotive wieder an da unten. Und natürlich, dann funktioniert's. Willkommen in Transom World 4. Also, Richtungsanzeige R. Es ist schon komisch. Es ist schon wirklich komisch. So, wir könnten sogar schon genau mit 80 wieder raus. Am Hauptsignal hat ja kein ZS3 geleuchtet. Nächster Halt ist dann übrigens Coswig. Am Bahnsteig Nummer 2. So, dann geht es ja immer schön über die Stadtbahn in Dresden. Boah, das schaut auch echt cool aus. Und da wird die Lokomotive gleich wieder orange eingeleuchtet.
160. Einmal volle Kraft voraus. Und ja, ich weiß, es ist wieder mein Lieblingsstreckenabschnitt, wo dann ganz plötzlich irgendwo eine Geschwindigkeitsregulierung auftritt. Irgendeine dauerhafte Langsamfahrstelle. Und dann heißt es wieder ordentlich reinbremsen. Und jedes Mal in genau dem Moment befinde ich mich irgendwo draußen in der Umgebung. Nur nicht dort, wo ich es irgendwie sehen könnte, die LF6-Tafel. Deswegen, jetzt schön aufmerksam bleiben. Drinnen bleiben in der Lokomotive. Bis Coswig. Ja, da haben wir heute tatsächlich mal bei unserer Lokomotive eine AFB-Störung. Da sind wir sozusagen schon ja, mit einer Lokomotivstörung in Dresden Hauptbahnhof gestartet. Wie passend für unsere heutige Stadtrundfahrt. So, 163 ist ein bisschen zu viel, auch 164. 160 hätte ich gerne. Das reicht uns. So, eine Richtungsvorankündiger. ZS2V. Und ein ZS2 mit Anzeige R. Das ist nämlich auch das Schöne daran, wenn man manuell fährt, also ohne AFB, ohne technische Unterstützung in der Hinsicht. Man ist sowieso die ganze Zeit gezwungen, die Geschwindigkeit eigentlich manuell zu regeln, oder besser gesagt die Zugkraft, und daraus resultiert dann eben auch die Geschwindigkeit. Und weil man sowieso dann die ganze Zeit ja, aktiv sein muss und schauen muss, dass man nicht zu schnell wird, dadurch ergibt sich eigentlich auch, dass man, naja, zumindest im Führerraum eigentlich länger was zu tun hat, noch länger drin bleibt und sich nicht so schnell ablenken lässt. Klar, die Bequemlichkeit der AFB macht das Fahren wirklich schon sehr entspannt und sehr angenehm. Aber ich denke mal auch so ein bisschen, ja, also es fördert einfach die Aufmerksamkeit während der Fahrt. Man lässt die Lokomotive nicht einfach so salopp arbeiten und ja, sich durch die Gegend kutschieren, sondern man ist wirklich aktiv dort vorne. Ja, soundtechnisch hat sich die Lokomotive wieder verschluckt. So, jetzt kommt irgendwas. Sieht aus wie ein 80. Hä? Ne, es waren 130. Oder? Ja gut, wenn es keine 130 gewesen wäre, hätten wir jetzt sowieso schon eine Zwangse. Von daher, es waren 130. Es sah irgendwie ein bisschen komisch aus. So, 105,6. Hier kann man es eindeutig wieder lesen. Und ein C für Coswig. Apropos Coswig, wir haben noch 3,3 Kilometer. Ist also gar nicht mehr so weit bis zum Bahnhof. So, hier wird etwas langsamer gefahren. Ein blinkendes HL-Signal. Das heißt für uns 100 erwarten. 120 auch gleich noch. So, und dann sind wir ja auch sowieso schon gleich in Coswig. So, ungefähr 1 Kilometer noch bis zum Bahnsteig anfangen. Und da geht's schon weiter. Fahrt erwarten, oder nee, nicht Fahrt erwarten, also Fahrt mit 100, Halt erwarten. Huiuiui, die E-Bremse ist aber stark.
lassen wir mal so mit etwas mehr als 50 auf den Bahnsteig zurollen. Wundert mich aber auch, dass wir hier mit 100 durch die gesamten Weichenverbindungen durchfahren dürfen. Also, was heißt wundern? Das ist außergewöhnlich und ehrlich gesagt auch sehr schön. Weil dadurch kann man ziemlich schnell und ziemlich fix in Coswig einfahren. So, man sollte aber trotzdem, auch wenn man hier schön schnell einfahren kann, nicht unterschätzen, dass dort vorne ein 500 Hertz Gleismagnet liegen wird, der uns von 65, hier liegt er nämlich schon, auf 45 herunterprüft. Wir kommen nämlich noch gar nicht bis an den Bahnsteig ran. Da vorne steht noch irgendeine Eisenbahn. Irgendein Zug, der wahrscheinlich das Gleis blockiert. Oder, da ist eben auch, das kann auch möglich sein, eine Fahrstraße durch unsere hindurchgelegt. Jedenfalls, irgendein Grund befindet sich dort vorne, weshalb wir erstmal nicht weiterfahren können. Und wir gucken gleich mal, woran das liegt. So, dann machen wir die Karre einmal fest hier. Nicht so viel. So, ausgelöst haben wir schon. Wagen sind auch leicht aufgedrückt. Wobei hinten die Zugbremse halt ausgelöst ist, von daher. Ja, puffern die sich wieder ein Stückchen raus. Zugkraft nehmen wir raus, passt so. Ich glaube, der Zug dort vorne darf sogar schon weiterfahren. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat der Ausfahrt bekommen. Oder ich habe irgendwas anderes grünes Leuchten sehen und sollte mal zum Arzt gehen. Ja, ich habe irgendwas anderes grünes Leuchten sehen. War bestimmt ein UFO. Ja, unsere Haltemarkierung ist genau da, wo die 143-256-6 steht. Und wenn die am Bahnsteig Platz macht, dann können wir auch raus. Ja, Zug Ziel Coswig. Lieber Kollege, da bist du schon angekommen. Und wenn ihr alle noch weiterfahren wollt mit ins Betriebswerk oder in die Abstellanlage, dann müsst ihr Bescheid sagen oder einfach drinnen sitzen bleiben. Ich würde mich aber echt freuen, wenn ich an den Bahnsteig 2 fahren dürfte. Kriegen wir das irgendwie hin, lieber Kollege? Ich weiß gar nicht, ob wir das machen können. Ich meine, das Signal ist noch rot, von daher machen wir das mal lieber nicht. Ah, das ist ja krass. Wir können ja auch bei der eigentlich durch die KI gesteuerten Lokomotive wahrscheinlich in das Fahrzeug reingehen. Klappt das? Na, nicht so richtig. Kriegen wir das Fenster von draußen runter? Nee, auch nicht. Sonst hätten wir einfach die Bremse lösen können. Nee, aber dann gucken wir mal anders von der Lokomotive aus in das Dispositionsmenü hinein. Und sehen da schon. Dass eigentlich kein Zug vor dem anderen Zug ist und der problemlos weiterfahren könnte. Sowohl nach Meißen-Triebestal als auch in Richtung Riesa. Okay, dann machen wir das tatsächlich mal anders. Wir gehen nochmal ein Stückchen zurück. Wir rufen mal beim lieben Fahrdienstleiter an und gucken mal, ob der irgendetwas bewirken kann. Ich glaube aber nicht. Abgelehnt, auf Signalwechsel warten. Naja. Jetzt können wir eines machen, wir können wirklich auf den Signalwechsel warten. Also bis wir irgendwie einen Fahrtbegriff am Hauptsignal bekommen. Oder wir müssen leider das machen, was ich so ein bisschen schon vermute. Ah, wobei, warte mal. Hier drüben kommt irgendwas. Da hat irgendein Zug frei 60 Halter warten. Da muss ja irgendwie eine Eisenbahn unterwegs sein. Deswegen machen wir das mal anders. Wir gucken mal, was von hinten kommt im Dispo-Menü. Und sehen, wie Sie sehen Sie nichts. Ja. Doch, da kommt was.
gerade bei der Lößnitzgrundbahn vorbeizischend. Kommt wahrscheinlich irgendein Schnellzug. Ich nehme mal an, dass man da einfach im Fahrplan so ein kleines Problem drin hat, dass wahrscheinlich dieser Zug Vorrang vor dem Regionalzug hat, der bei uns am Bahnsteig steht hier in Coswig. Dass dann erst der Regionalzug am Bahnsteig fahren kann und dass wir dann folgen im Nachhinein. Das wäre zumindest die Lösung, die ich jetzt hier noch, was heißt, akzeptieren, mit der ich einigermaßen leben könnte. Das ist natürlich trotzdem keine sehr schöne Lösung, aber naja, müssen wir halt jetzt durch. Warten wir mal auf den Zug, der da angerollt kommt. Sehr interessant auch hier die 2, die angezeigt wird. ZS3V mit Kennziffer 2 und Halter warten. Das ist aber auch irgendwie ein sehr mystisches Signalbild. Ich wüsste jetzt nicht, warum man hier eine 2 in dem Fahrweg anzeigen müsste. Ach so, vielleicht wenn die Weichen, ich habe so eine Vermutung, irgendwo in ein Schlumpfgleis reinführen. Also angenommen, man würde hier nach drüben fahren. Es könnte sein, dass da irgendwo ein Gleisanschluss noch vorhanden ist. Aber auch da, ich sehe irgendwie nichts, was diese 2 rechtfertigen würde. Hier haben wir übrigens so einen kleinen Fehler in der Map drinne. Da kam jemand einfach mit einem Cuttermesser und hat die Weltkarte aufgeschnitten. So, und da kommt was. Ein wunderschöner ICE. Nicht ICE, ein wunderschöner Intercity. 101 vorne dran. So, der zischt durch. Ist dann auch in wenigen Augenblicken bei uns in Coswig. Das Signal hier drüben, ja, das blinkt sich schon einen aus. Ah, schau mal. Mittlerweile steht auch Weinböhler vorn drin. Also die Lokomotive hat wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, über Windows 98 oder MS-DOS nach was weiß ich wie vielen Minuten die Zugzählanzeige auch geladen. Weil, wenn du dich daran erinnerst, wir sind in Dresden Hauptbahnhof abgefahren und da war die Zugzählanzeige in der Lokomotive leer. In den Wagen stand allerdings schon was drin. Das ist schon ein bisschen, naja, verrückt wieder. Hinten steht auch Weinböhler drin. Perfekt. Und noch perfekter wäre es jetzt, wenn sich der Intercity irgendwie auskäst und wir dann gleich weiterfahren können. Also ich bitte die Verzögerungen hier zu entschuldigen. Aber es gibt, naja, Probleme im Betriebsablauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Der FDL, in Klammern Feind des Lokführers, hat heute irgendwas gegen uns. Das wird er jetzt als FDL nicht gekränkt fühlen. Das ist einfach nur so eine, naja, lustige Sprachwandlung, die man sich unter Lokführern manchmal hin und her erzählt. Da gibt es ja eigentlich für jedes Kürzel bei der Bahn hat sich irgendwer irgendeinen lustigen Spruch ausgedacht. So, da kommt die Eisenbahn angerollt. Genauso wie für die Eisenbahn, Fahrzeughersteller. Siemens, Bombardier und. Da gibt es für jeden Hersteller irgendwelche Bezeichnungen, die man sich spaßeshalber natürlich ausgedacht hat. Das sind so typische Eisenbahner-Gags, sage ich jetzt mal. So, der Zug ist im Bahnhof drin. Jetzt wird er mir aber irgendwie sehr langsam. Und mir gefällt auch gar nicht, dass der jetzt auch zusätzlich hier nochmal anhält in Coswig. Kann er nicht bitte einfach durchfahren? Naja, Weltbahnhof Coswig wird jetzt hier von sämtlichen Nah- und Fernverkehrszügen bedient.
sehr cool aber, das ist mir noch nie aufgefallen, dass hier unten sogar die Luftdruckschläuche wackeln. Also Hauptluftleitung und Hauptluftbehälterleitung kommen hier sogar ja, ins Wanken, wenn der Zug anhält, beziehungsweise wahrscheinlich auch, wenn er unterwegs ist. Und wenn der Zug dann lang genug steht, beruhigen die sich. Auch interessant, dass man hier sowohl Hauptluftleitung als auch Hauptluftbehälterleitung zweimal kuppelt, die Zugsammelschiene zweimal kuppelt, die Informations- und Steuerleitung ebenfalls doppelt. Gut, das ist jetzt gar nicht mehr so untypisch, aber trotzdem, irgendwie wird hier einfach alles doppelt gekuppelt. Nur der Zughaken, der hängt gar nicht drin. Der Zug fährt an ganz vielen Strippen, aber nicht an der stärksten Verbindung, die es gibt. So, Kollege, kannst abfahren. Mach mir mal bitte meine Gleise frei. Dankeschön. So, wir winken an Gleis 1. Die Eisenbahn fährt aus. Wo geht's denn eigentlich hin? Konnte ich jetzt leider nicht sehen. Das huscht irgendwie zu schnell durch mit der Zugzählanzeige. Für diejenigen, die das aber als Video gucken, die haben bestimmt die Möglichkeit, das Video zu pausieren. Und die können mir bestimmt mal sagen, was da an der Zugzählanzeige dran stand. So, jetzt wird es hier rot. Und dann hoffentlich hier grün oder irgendeinen anderen Fahrtbefehl. Kann von mir aus auch gerne gelb werden. Hauptsache das rote Lämpchen geht weg. Ja, das macht nämlich auch Sinn. Der Zug, der hier am Bahnsteig steht, wird eben von dem gekreuzt. Egal, wo der Intercity hinfährt. In dem Fall schlägt er jetzt den Weg ein in Richtung Riesa. Oder zumindest die Fahrtrichtung Riesa. Ja, wobei, gut, er könnte jetzt hier unten auch nochmal über die... Nee, oder? Da kann er nicht nochmal. Nee, der muss Richtung Riesa, ja. So, Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges wird schon durchgesagt. Und dass eben die Türen automatisch schließen. Zwei Dostowagen hat sie hinten dran, die 143. Und die fährt, glaube ich, sogar als Geisterzug heute. Genau, die fährt als Geisterzug. Automatisch gesteuert per Funkfernbedienung. Da sitzt nämlich keiner drin. Und nicht, falls jetzt hier irgendwie jemand wieder das als komisches Gerücht aufschnappen sollte, die 143, egal welche Lok, hat keine Funkfernsteuerung. Auch wenn man sich da teilweise ja, lustige Gags und Witze erlaubt hat. Es gibt zum Beispiel auch ein ja doch sehr bekannt gewordenes Beispiel, dass man bei den Lokomotiven, als sie das erste Mal in Westdeutschland unterwegs gewesen sind, also die 143 und ja ihre Schwester-Lokomotiven, sei es die 114, sei es die 112, ne, sind ja in Ostdeutschland gefertigt worden, in Hennigsdorf, und später dann eben auch ja, in den Westen quasi exportiert wurden, beziehungsweise bei der Deutschen Bundesbahn dann über einige Jahre auch als Leihgabe von der Deutschen Reichsbahn gefahren. Und ja, die Kollegen, die dann eben auf der 143 auch im Westen unterwegs gewesen sind, die haben sich dann so ein bisschen den ja, Gag erlaubt, dass man anderen Lokführern, oder was heißt alle, es gab auf jeden Fall den Fall, dass ja, ein Lokführer sich in der 143 ja, so weit bereit gemacht hatte, dass man, naja, eine Art Sprechfunkgerät genommen hat und sich mit einem Kollegen am Bahnsteig draußen unterhalten hat. Und ja, andere Kollegen, die das eben nicht wussten, dass diese Kollegen ein ja, Sprechfunkgerät hatten, also in Form eines ja, Walkie-Talkies, beziehungsweise halt ja, eine Art Telefon, um es mal so zu sagen. Und ja, jedenfalls standen dann Fahrgäste und auch ja, diverses Eisenbahnpersonal am Bahnsteig. Und sobald eben ja, der Fahrtbefehl gegeben wurde am Signal und aufgeleuchtet ist, hatte der Kollege am Bahnsteig dem Kollegen in der Lokomotive mittels des Sprechfunkgeräts dann eben durchgegeben, ja, dass die Ausfahrt steht. Und der Kollege, der aber auf der Lokomotive war, der hat sich ja, so ein bisschen klein gemacht und
ja, quasi unter dem Fenster versteckt, so dass er von draußen nicht gesehen werden konnte. Aber gerade eben noch einen Blick über die Frontarmaturen, ja, hatte, so dass er eben gesehen hat, dass auch niemand unten im Gleisbereich etc. drin ist. Und dann hat er eben, ja, die Türen verriegelt und gleichzeitig eben auch dann langsam die Leistung aufgeschaltet bzw. die Bremsen gelöst. Und ja, so konnte man den ein oder anderen Kollegen, der am Bahnsteig stand, davon überzeugen, dass diese Lokomotive auch per Funkfernsteuerung gefahren werden kann, was in dem Fall halt einfach nur, ja, ein normales Sprechfunkgerät war, umgangssprachlich Walkie-Talkie genannt. Und ja, so kam dann etwas, naja, etwas Freude in den Betriebsalltag, um das vielleicht mal so zu bezeichnen. So, die Freude im Betriebsalltag, die kann ich jetzt hier in Coswig gerade nicht so richtig spüren, weil irgendwie kriegen wir keine Ausfahrt. Ich rufe gerne nochmal im Stellwerk an, aber ich glaube nicht, dass es irgendeinen Unterschied macht. Deswegen würde ich sagen, ja, verlassen wir doch allmählich mal dieses Szenario. Zumindest noch mit einer relativ schönen Geschichte zum Abschied für all diejenigen, die dran geblieben sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wünsche allseits gute Fahrt, viel Vergnügen, vor allem funktionsfähige Szenarien. Da muss der Szenarioersteller vielleicht einfach mal drüber gucken und kleine Anpassungen vornehmen. Auf jeden Fall, hier bis nach Coswig hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich wünsche allseits gute Fahrt. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen und die nächste Fahrt machen wir gemeinsam in 3 Tagen um 14 Uhr hier auf dem Kanal. Mach's gut, allseits gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.